Herzlich willkommen im Gruselhaus. Wir sind Annemarie und Danny. Und wir haben euch heute wieder einen asiatischen Film mitgebracht, und zwar den Film Puls. Ich sag euch jetzt schon mal, das ist ein Ding. Es ist total Wahnsinn. Es ist verrückt. Wir hoffen, dass wir es einigermaßen hinbekommen, dem Film gerecht zu werden. Gerade beim Anfang der Folge, und eigentlich ist jetzt schon... Sind wir schon, aber hey, es wird. Wir starten jetzt mal mit den Hard Facts. Wir haben hier den Original Puls, ist ein japanischer Horrorfilm aus dem Jahre 2001. Nebenbei geht 114 Minuten, also ist schon harte Kost. Und das FSK 16 Regie geführt hat, Kiyoshi Kurosawa. So, jetzt kommt's, Leute. Ihr wisst ja, ich und Namen und ich und japanische Namen. Wir hätten den Cast. Wir hätten Masatoshi Matsuo spielt den Yabe. Koyuki spielt die Harue. Kumiko Aso ist die Michi. Haruhiko Kato ist Kawashima. Oder wie wir ihn auch nennen. Den Peilo. Der Peilo. Fand ich viel schöner. Weil er etwas verpeilt wirkt. Kurume Arisaka ist die Junko. Und damit sind wir auch mit den Hauptfiguren eigentlich durch. Ja. Gut, Spezialeffekte gab es jetzt nicht so viel. Oder gibt es halt nicht so viel. Es bezieht sich dann eher auf die CGI-Effekte. Und dafür war dann Masaru Tataishi verantwortlich. Und zum Schluss hätten wir noch das Budget. Leider konnten wir nicht herausfinden, wie teuer das Ganze war. Das Musik und Score. Ach, Musik und Score. Oh Gott, ich hab's vergessen. Ich hab's verpeilt. Das ist, jetzt fängt die Verpeilung schon an. Musik und Score. Takefumi Haketa. So, jetzt darf ich. Jetzt darf ich reinpreschen. Also, wie gesagt, wir haben leider nicht herausfinden können, was das gute Stück gekostet hat. Aber es hat weltweit an den Kinokassen 320.000 US-Dollar eingespielt. Also eher so ein Nischenprodukt, hätte ich jetzt behauptet. Also ich sage von vornherein, es ist wirklich ein super Film. Man muss den wirklich, man muss den selber sehen. Wenn man ein Fable hat für asiatische Horror-, Grusel-Sachen, dann darf der halt, wie gesagt, nicht fehlen. Es ist verdammt schwer, kann ich mir jetzt schon vorstellen, das überhaupt irgendwie zu beschreiben, weil es... Ja, total. Also das jetzt so... Schon beim Gucken habe ich mir gedacht, oh Gott, wie willst du das alles? Ja, also total, weil... es ist sehr viel Atmosphäre mit dieser Hintergrundfarbe und mit dieser Bildgewalt teilweise halt auch ausmacht. Egal, wir hauen jetzt einfach mal rein. Wir versuchen unser Bestes und starten jetzt einfach mal. Der Film geht. Wir haben natürlich die allseits beliebten Modem-Einlog-Geräusche. Sehr schön. Wir sehen dann als nächstes quasi einen Blick auf ein Meer. Damit bin ich schon mal raus. Und eine Frau, die an einer Reling eines Schiffes steht und irgendwie eine Schiffscrew, die quasi auf der Brücke da so ein bisschen agiert. Und dann sind wir in der nächsten Szene einem Wohnzimmer. Der Satz, der noch auf den Schiff von der Frau fällt. Stimmt, hier. Entschuldigung. Alles begann an einem normalen Tag. Einfach so. Das stimmt, das ist korrekt. Und dann katapultiert es uns in ein normales Wohnzimmer mit Blick auf einen Computer. Ihr müsst euch halt wirklich diese alten Röhrenmonitore vorstellen. Und ein Telefon klingelt. Und es klingelt und es klingelt und es klingelt und niemand nimmt ab. Am anderen Ende der Leitung sieht man nun eine junge Frau. Ja, wir müssen mal kurz hier einschneidende Bemerkung machen. Wir haben im Haus Umzüge laufen. Es ist Wahnsinn. Und es könnte sein, dass wir hin und wieder ein Bohrgeräusch Ich hoffe, hören. Es bezieht sich dann nur auf hin und wieder. Ja. Okay. Naja, auf jeden Fall am anderen Ende des Telefons ist eine junge Frau, die in einem Gewächshaus bzw. im Blumengeschäft, was man später halt erfährt, arbeitet und eben versucht, in dieser besagten Wohnung anzurufen. Handelt es sich um diese junge Frau schon um Michi? Ja. Michi heißt sie, ne? Entschuldigung, ja. Wie gesagt, das... Genau, sie versucht eben dort in dieser Wohnung, wo dieses Telefon... wo dieses Telefon klingelt, anzurufen, aber niemand nimmt ab. Und sie sieht sich um und mit ihr in dieser... in diesem... ja, Blumenladen ist sind genau, halt... Genau, es ist ein Blumenladen. Genau, es ist ein Pflanzengeschäft, sag ich jetzt mal so, ist eben noch ein junger Mann und eine andere junge Frau zu sehen. Dann sagt man halt so, mein Gott, das sieht Tagotchi ja gar nicht ähnlich, ne? Er sollte uns doch die Diskette mit dem Programm oder was immer das auch sein mag, da vorbeibringen. Genau, ne? Aber er ist jetzt schon seit einer Woche
Hat er sich schon nicht mehr bei uns gemeldet? Ja, die junge Frau, wie gesagt, das war Michi, ne, um mal gleich hier mit Namen um sich zu schmeißen. Ne, sagt jetzt halt von wegen, ne, ich habe kein gutes Gefühl an der ganzen Geschichte. Ich werde doch einfach mal dorthin jumpen. Ne? Genau. Also wir haben jetzt zwei Frauen, einmal die Michi, einmal die Junko. Dann einmal den Chef des ganzen Blumenladens, da weiß ich nicht, wie der heißt, keine Ahnung. Nee, wird auch weiter nicht genannt, der ist auch mehr so im Hintergrund. Und einmal dieser Jabe oder Jabu oder wie hieß Jabe, der? Jabe, ja, genau. Diese jungen Leute eben machen sich halt Sorgen um anscheinend einen Mitkollegen oder Mitstudenten. Der und junge Mann hier, der Jabe schon hier, boah, wir brauchen die Diskette, sonst sind wir fett am Arsch, ne, morgen ist der Ablieferungstermin. Genau, also man hat da eigentlich schon so ein Projekt am Laufen, aber wie gesagt, der besagte Freund hat sich schon seit einer Woche nicht mehr bei ihnen gemeldet und Michi ist, wie gesagt, so besorgt, dass sie sich auf den Weg macht und sie fährt mit dem Bus zu seinem Wohnblock. Der erstaunlich leer ist, der Bus. Der Bus ist komplett leer und sie steigt auch aus, als sie dann an der Haltestelle angekommen ist. Und es ist sowieso rundum, es ist alles leer, es wirkt alles ausgestorben und verlassen. Oder das Gebäude, wo halt hier der Tagotchi halt drin wohnt, ist auch so schäbi halt, ne? So ein bisschen, ne? Wirkt halt alles ziemlich ausgestorben, ne? Sie fängt halt alles an zu klingeln an der Wohnungstür, ne? Genau, aber es macht niemand auf. Und man sieht aber hier schon, was jetzt total kompliziert ist zu erklären, aus der Wohnung halt so, wie das Bild so, so Störungshalt. Ne? So. Ja, es ist als wenn man jetzt durch so einen Spion gucken würde und als wenn aber gleichzeitig dieses Bild, was man eigentlich in Real Life sieht, wie so ein gestörtes Computerbild ist. Ja, ja, das bezeichnet es eigentlich schon ganz gut. Genau. Auf jeden Fall macht keiner auf, ne? Ja. Und wie es in jedem Haushalt so üblich ist, hat man außerhalb der Wohnung natürlich einen Schlüssel versteckt. Natürlich, um ganz den Einbrechern so einfach wie möglich zu machen. Und ganz sicher und unentdeckbar ist dieser Schlüssel unterm Blumenpott halt, der Klassiker. Und sie sucht, also holt diesen Schlüssel, schließt auf und geht hinein und sieht sich ungeniert am Schreibtisch um diese Diskette die zu finden. Die wühlt da so rum, ne? Hat auch Disketten in der Hand und fragt sich halt, sind das jetzt hier? Weil es ist auch nichts beschriftet. Im Hintergrund sieht man halt so eine Art, ich habe es als Duschvorhang assoziiert, weil es halt so durchsichtiges Plastik ist, was da halt hängt. Ne? Ja, das wird quasi so als Raumteiler, sage ich jetzt mal, verwendet. Und hinter diesem Durchsichtigen sieht man plötzlich halt so einen Schatten sitzen. Also jemand da irgendwie sitzen. Und irgendwann steht diese Person, diese Gestalt halt auf. Ja. Und auf einmal sieht eben Michi das auch und erschrickt sich und geht dann dort Richtung diese Person, also macht den Vorhang zur Seite und sieht, da ist ja Taguchi. Ach Mensch, Mensch, du da bist du doch ja da. Mensch. Also, wir haben uns Sorgen gemacht, ne? Ne, alles cool, ne? Alles cool hier. Hier die Diskette, die liegt da vorne, ne? Er wühlt da irgendwo in der Kabellagen irgendwo rum, ne? Schnappt sich auch so ein etwas längeres Kabel, aus welchem Grund auch immer. Genau, aber er wirkt halt auch ganz vergnügt. Ja, ja, geh mal da zum Schreibtisch, da liegt das rum. Und das tut sie halt auch. Sie geht dann eben zum Schreibtisch und dreht ihm den Rücken zu. Und fängt dann an, kannst du deine Disketten nicht beschriften, ne? Und so weiter und so weiter. Ne? Auf jeden Fall fängt sie dann an, hier findet halt Disketten, ist sie das hier? Ne? Keine Reaktion, ne? Sie geht jetzt nach hinten, weil sie wissen möchte, was da los ist, ne? Geht dann in den Raum nach links und schreckt zurück. Ja, und genau, ist total erschrocken und alles. Und bei einem Blick ins Zimmer sieht man dann eben, dass Taguchi sich an diesem Kabel, was er vorher aus der Kiste genommen hat, erhängt hat. Tja, fängt ja gut an, der Tag, Mensch. Und, also total Schock, ne? Die nächste Szenerie ist halt Blaulicht. Die junge Frau, hier Michi, sitzt halt mit im Streifenwagen, ne? Nächste Szene ist eigentlich sofort Polizeirevier hier. Die Freunde Junko und Jabe holen sie halt von da ab. Und genau, die haben sie da quasi, sammeln sie da wieder auf und gehen dann erstmal irgendwo was trinken, um sich erstmal zu sammeln. Und ja, erstmal das Wichtigste hier ist die Diskette. Natürlich, ja, geil, ne? Natürlich. Scheiß auf den Tagotchi, ist doch egal. Ja gut, aber manche Sachen passieren ja auch im Schockzustand. Ne? Genau. Und naja, auf jeden Fall unterhalten sie sich darüber. Gemunkelt, ob Depressionen damit im Spiel sind, ne? Oder ich wusste gar nicht, dass er Depressionen hat. Genau, das wird auf jeden Fall vermutet. Und sie, na, fachsimpeln halt auch so, ja, vielleicht hätte man ihm ja helfen können, wenn wir es gewusst hätten. Aber gut, in der nächsten Szene sind wir eben wieder in diesem
Blumengeschäft. Wir haben es die ganze Zeit Gewächshaus genannt. Also falls uns das rausrutscht, es ist halt so ein... Du hast halt einmal ein Draußengehege, dann hast du eins, was unter Glas ist oder hinter Glas ist und da ist halt so ein Büro hinten links. Wo auch Computer drin stehen. Auf jeden Fall kommt jetzt hier der Jabe zu den beiden Frauen, ne, und wollt ihr mal was sehen? Ja, genau. Was hier auf Taguchis Disc drauf zu sehen ist, kommt mal mit. Hier. Was denn? Ja, hier auf der Disc, ne, hier. Und die schauen sich halt die Disc über den Bürocomputer halt an, ne? Es sind halt viele Dateien halt drauf. Habe ich was gesagt? Nee, alles gut. ich habe dir zugestimmt. Viele Dateien halt drauf, Und dann plötzlich erscheint ein Bild von Taguchis WG. Plus eine stehende Rückansicht vom vermeintlichen Taguchi. Und das Krasse ist, dass als der Jabe eben ein bisschen näher ranzoomt, sieht man auf einem der zwei Monitore in der Wohnung quasi von dem Taguchi eben dieses komplett gleiche Bild. Ja, also dieses Bild, was die gerade sehen, sieht man auf diesem kleinen Bildschirm dran gezoomt nochmal. Und das ist ja dann dieses Brainfuck, unendliche Bild, weil in diesem Bild ja wieder der Bildschirm ist, wo dann wieder dieses Bild ist, wo dann wieder dieser Bildschirm ist. Genau, wenn einer dieses wenn einer Spaceballs kennt, die Folge, ne, ja, das ist die Vergangenheit. Warum ist die Vergangenheit? Egal, wenn ihr Spaceballs kennt, geile Szene, besser. Direkt mal abgeschwiffen. Auf jeden Fall sehr cool gemacht und sehr so eine Situation, wo man denkt, wow. Und auf dem zweiten Bildschirm. Genau, du hast einmal frontal diesen fetten Monitor und links davon, links oben, ist noch ein kleinerer und da entdeckt die... Ich glaube, es war auch Michi. Michi, anscheinend noch ein schemhaftes Gesicht. Und das wird dann auch dichter rangezoomt und man erkennt dann ein bisschen besseres Gesicht und sie fachsimpeln auch, ob das jetzt das Gesicht von Taguchi gewesen wäre. Man sagt halt, um sich selber zu beruhigen, das ist auch quasi das, wo diese Figur eben vorsteht. Also es wäre halt schon möglich, aber mit so hochauflösend waren das da damals eben noch nicht. Ja. Dann, auf jeden Fall geht das Trio halt wieder dann raus, ne? Genau. Und die wirken halt schon auch erschrocken und so ein bisschen, was ist das? Das ist ja alles ein bisschen komisch. Wie gesagt, fachsimpeln, ob das wirklich das Gesicht von Taguchi war und haben aber ein komisches Gefühl. Dann ist Michi zu Hause in der nächsten Szene und hat neben sich halt den Fernseher laufen, es laufen Nachrichten und sie bereitet sich irgendwie einen Tee zu. Ist quasi mit dem Rücken dann zum Fernseher, bereitet sich den Tee halt zu, ne? Und ist dann schon so ein Bildrauschen, so ein abgehacktes Ding. So als wenn man Schnee im Fernsehen hat, ne? Und auf einmal hält dann auch das Bild an, also der Nachrichtensprecher ist also noch mit einem halben Kopf dann da, so, und das Bild ist halt hacken geblieben, ne? Die Frau ist halt super erschrocken, rennt hin und macht aus. Genau, macht den Fernseher sofort aus. Es wirkt auch total kribbelig und oh Gott, aufgelöst und nervös halt auch. Ja, auf jeden Fall... Ja, sie geht halt so zurück. Sie ist richtig erschrocken eigentlich aufgrund dieser Szene. Keine Ahnung, warum. Geht halt in ihre... Sie hat so eine kleine Küchenzeile. Geht halt richtig schwer an zu atmen halt auch. Ne, lässt sich halt dann auf so einen Stuhl plumpsen. Hinter ihr fällt die Flasche halt um, ne. Und ja, auf jeden Fall frage ich mich dann als neutraler Zuschauer, was sie da so verschreckt haben kann. Ja, vielleicht im Zusammenhang mit den Ereignissen davor, ja, hat sie das eben nervös gemacht, die Michi. Auf jeden Fall haben wir jetzt einen kompletten Szenenwechsel. Jetzt kommt nämlich Pailo ins Spiel. Jetzt kommt Pailo aka Kawashima ins Spiel. Tut mir leid, er bleibt für mich Pailo. Nur damit ihr Bescheid wisst, Pailo ist es ab jetzt. Er heißt nicht wirklich Pailo in dem Film, also versucht nicht, ich suche nach dem Film mit Pailo, gibt's nicht. Ne? Auf jeden Fall sieht man jetzt ihn in seiner Wohnung. Er hat dort einen ziemlich chaotischen Computertisch, wo so allerhand Gedöns drauf liegt. Er springt auf und sucht erstmal ein Handbuch und sagt dann, herzlich willkommen im Internet. Ja, Neuland. Das ist so viel Charme einfach. Ja, auf jeden Fall hat er da halt den PC halt stehen, ne? Und da kommen halt diese ganzen Voreinstellungen, die du halt dann da machen musst. Ja, es öffnet sich dann ein Programm namens Uranus und er klickt sich durch diese ganzen Anfangssachen und meint dann auch so, AGBs, ja, muss ich ja zustimmen. Ja. Wir kennen es alle. Ja. Er macht dann diese diversen Einfälle. Natürlich liest man sich das erstmal komplett einmal durch. Natürlich. Auf jeden Fall macht er diese ganzen Einstellungen eben. Meint dann auch so, ja, ich bin einverstanden. Und auf einmal bricht das aber anscheinend ab. Dieses Programm meint er dann eben so zu sich selbst. Mist, naja, dann eben nicht. Er drückt dann noch irgendeine Taste aus. Bäh, ne, aus Wut, ne? Und das Bild wird schwarz. Und plötzlich hat man dieses Bild
von dieser anderen Wohnung. Ne? Und diese das befindet sich eine Person auf diesem Bild. Ja. Man denkt erst, es wäre halt wirklich ein Bild. Also so ein, genau, so ein Standbild, ne? Aber anscheinend. Aber die Person auf dem Bild fängt dann an, sich zu bewegen. Ja. Ne? Und er sagt auch so, hä, was soll das denn? Ne? Genau, als dann plötzlich kommt das nächste ein Bild. Nächstes Bild erscheint auf dem PC-Bildschirm, auf dem sich eine Person am Boden zu wälzen beginnt. Als es dann wieder wechselt und noch ein Bild mit einer Wohnung erscheint, wieder mit einer Person, die den Kopf so auf den Tisch gestützt ja, hat. Die verschränkten Arme, den Kopf, ne? Aber die Person blickt plötzlich halt auf. Und guckt dich quasi durch den Bildschirm genau. an. Ne? Und dann kommt wieder das nächste Bild. Es zeigt eine Wohnung mit einer Frau drinnen, die durchs Zimmer geht. Und dann plötzlich wird der Bildschirm schwarz und es erscheint eine weiße Schrift, wo drauf zu lesen ist, willst du einen Geist kennenlernen? Und jetzt ist der Zeitpunkt, wo er verängstigt den PC halt komplett ausschaltet. Ne? Er wirkt sehr beunruhigt und raucht erstmal ein. Genau, er macht sich eine Fluppe an, ne? Und... man sieht, das ist eine geraume Zeit vergangen, er liegt halt im Bett und schläft halt und im Hintergrund sieht man halt, wie sich der PC wieder verselbstständigt. Genau, und man hört auch wieder dieses Modemgeräusch, dieses schöne... okay. genau, und es tauchen nämlich wieder weitere Bilder oder Kurzvideos auf. Genau, du hast auf jeden Fall auch ein Video, sage ich jetzt mal, was einen auch noch verfolgen wird später. Genau. Eine sitzende Person in einem roten T-Shirt, was irgendwie eine Tüte über den Kopf gezogen genau. hat. Genau, und hinter ihm ist eine Wand, wo sowas draufgeschrieben ist. Genau, im Hintergrund steht irgendwas auf Japanisch. Ja, Japanisch, genau. Was für den Nicht-Japaner schwer ist. Auf jeden Fall wird er wach jetzt und sieht, dass eben dieser Bildschirm wieder angegangen ist und macht eben erschrocken den Computer wieder aus und er geht sichtlich nervös durch seine Wohnung und meint, das ist doch unmöglich, das geht doch gar nicht, oh mein Gott. Und schwupps, es ist nächster Tag. Genau. Wir befinden uns jetzt in so einer Art Schule, also es wird wahrscheinlich eine Schule sein. Schule oder ne? hier... Studenten. Ja, Studentenzuchthaus. ne? Egal, auf jeden Fall gibt es natürlich auch einen Computerraum in solchen Etablissements, ne? Hier sind ganz neunmal kluge Leute, die da am Fach sind. Und ja. Da hast du hier schon Windows 3.1 ne, gesehen und so weiter. Auf jeden Fall geht unser Pilo jetzt in diesen Computerraum, sieht sich ein bisschen um und setzt sich neben einen, ich sag jetzt mal Student, also neben einen anderen jungen Mann. Der war auch wirklich so verpeilt, also wirklich so... Ja, so halt verpeilt eben. Nicht umsonst hat er den Namen von uns gekriegt. Genau. Und versucht ihn halt auszuquetschen nach dem Motto, kennst du dich hier mit dem Internet aus? Aber der Typ geht halt komplett gar nicht auf seine Frage ein, sondern... Ja, er fängt dann an hier, kann sich das Internet von alleine aufbauen? Und dann hier der Sitznachbar, bist du Hacker? Und Hacker, eher nicht. Ne? Auf jeden Fall, also ein junges Mädel ist schon, guckt aus der Ferne schon rüber, hier leicht skeptisch, leicht, ne? Ich sag direkt, das ist, handelt sich hierbei um Harue. Die Harue, ja genau. Später noch wichtig wird. Genau, ich wollte jetzt nur mal das junge Mädel. Genau, so. Einmal genau. Am ich Tag wollte nicht nur, das junge Mädel. So. Nur nochmal namentlich hier hervorheben. Ja, dann sagt der Pilo halt wieder hier, willst du einen Geist kennenlernen? So eine Seite schon mal gesehen. Genau. Und... Das war interessant, meinte andere nur. Aber... Er geht auch nicht weiter drauf ein und Pilo, er irrt halt verloren da herum, weil er hat komplett. Überhaupt keine Ahnung vom Prinzip. Das ist genau, wenn ich auf einmal hier irgendwo Wasserbüffel retten genau, soll. Eben. Ja, auf jeden Fall irrt er durch diesen PC-Raum irgendwie und die junge Frau fasst sich dann eben ein Herz, also Harue, und geht halt zu ihm rüber und meint so, ja, was habt ihr denn da gerade geredet? Das hörte sich ja ganz interessant an. Und er erzählt ihr halt auch oder fragt sie halt auch, ob sich das irgendwie, ne, er hätte hier so eine komische Website gefunden, die ihn gefragt hätte mit dem Geist da und... Und hier, sie fragt ihn halt, ja, weißt du denn die Adresse noch? Und Adresse? Man sieht bei ihm noch so ein riesiges Fragezeichen aufploppen. Dann fängt sie an, ja, du musst erstmal den Explorer öffnen und er so, stopp, ich habe keine Ahnung, von was du da redest. Ich habe gar keine Ahnung. Also vereinfacht sie das dann eben... indem sie sagt, ja, pass auf, wenn das nächste Mal erscheint, kannst du das über die Favoriten speichern, die Seite. Und falls das nicht klappt, kannst du auf
diese Drucktaste halt, ne? gehen, damit das dann ausgedruckt wird. Er schreibt sich das auch alles fleißig auf. Im Hintergrund geht die Schulglocke los, bang, 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 bang. Ne? Der Raum füllt sich mit jungen asiatischen Studenten, wahrscheinlich Studenten. Ja. Genau. Und er guckt nochmal zu Harue hinüber genau. Und geht dann aus dem Raum. Und dann sehen wir in der nächsten Szene nun wieder Michi, die zu Hause in ihrer Wohnung ist und ihre Mutter ist zu Besuch. Die macht da erstmal Hausputz richtig, also das, was man dann richtig braucht. Ja, isst du denn ja in so eine Chipstüte, ihr sagt los, du isst dieses Dreckszeug hier, genau. ne? Da wirst du nur dick von. Und Michi meint, also Mom, du brauchst das jetzt hier nicht aufräumen, lass das bitte. Aber wie Mütter halt so sind, sie gibt ihr noch ein paar nette elterliche Tipps. Und anscheinend sind Michis Eltern auch getrennt, weil die Mutter von ihr eben sagt, nach dem Motto, ja, hast du dich mal bei deinem Dad irgendwie gemeldet? Nein, ich brauche ihn nicht, bla bla bla. Aber die Mutter meint halt nach dem Motto, ja, wer weiß, wozu das noch gut sein könnte. Aber sie wiegelt das so ein bisschen ab und irgendwann verlässt die Mutter eben, oder fährt die Mutter halt auch wieder. Oder auf jeden Fall Gewächshaus wieder, Szenerie. Hier genau. Der junge Mann Jabo. Viel schöner Jabo. Egal, auf jeden Fall klingelt sein Handy irgendwann. Ja. Er ist dann hier, hallo, hallo, wer ist da? Hilf mir. Hilf mir. Naja. Unangenehm, er guckt halt auf sein Handy dann drauf und man sieht halt dieses Bild, ne, von der Diskette halt auch. Genau. Ne, wo der junge Mann dann da augenscheinlich mit dem Rücken zur Kamera halt dann. Da. Genau, quasi dieses Bild aus Taguchis Wohnung. Genau, Taguchi, ich vergesse den Namen, das ist alles kompliziert. Auf jeden Fall jetzt hier, Jabel fährt jetzt auch mit dem total menschenleeren Bus. Ja, komplett menschenleer. Zu Taguchi. Taguchi. In die Wohnung halt, ne? Und genau. Da halt am Schreibtisch auch am Wühlen. Aber es ist auch kein PC mehr da, ne? Nee, es ist irgendwie, die Kabel sind auch alle rausgerissen und es ist irgendwie noch mehr Unordnung als vorher. Ja, hier, er durchsucht halt die Wohnung halt nach irgendeinem Hinweis, ne? Was auch immer er glaubt finden zu wollen. Aber genau. Er findet hinter der Couch einen Zettel. Genau, er wühlt ein bisschen rum und findet einen Zettel, auf dem der verbotene Raum steht. Ha. Das war unangenehm. Und er ist dann halt quasi, steht vor dem Raum, wo eben Taguchi sich augenscheinlich erhängt hat, und macht Licht an und sieht plötzlich an der Wand einen quasi menschengroßen schwarzen Fleck an der Wand. Und steht halt davor und guckt diesen Fleck halt an, macht dann das Licht aus und geht weg. Genau, er geht nochmal in einen anderen Raum rein, ne, aber irgendwie zieht ihn nochmal was zurück in diesen Fleckenraum, der macht das Licht an und plötzlich steht Taguchi da. Genau. An der Wand, wo der Fleck normalerweise sein sollte. Er guckt halt auch ganz verdattert dorthin. Geht hey, was auf, ist denn passiert, Junge? Geht auf ihn zu, aber jetzt sieht man nur noch diesen Fleck. Also es war, was ist hier gerade passiert, so ungefähr? Ja, genau. Auf jeden Fall, genau, geht er jetzt dann eben dort wieder weg, macht das Licht auch wieder aus. Geht wieder raus dann, aber auch letztendlich, ne, schlendert dann ein bisschen um das Gebäude halt rum. Das ist ja dieses Schäbige, was ich zu Anfang schon gesagt habe. Genau, dieser Wohnkomplex halt. Ne, und sieht halt an der Seite eine Tür, die halt irgendwie mit rotem Klebeband so die Schlitze abgeklebt sind. Halt, genau, ne? Also quasi Übergang von Zarge zur Tür. Also diese, überall, wo Licht durchscheint. Genau, sind halt mit rotem Klebeband zugeklebt. Und er geht dann zu dieser Tür eben hin. Er reißt es erstmal ab und geht hinein. Geht so ein paar Stufen so runter. Und es ist ziemlich dunkel. Ist jetzt kein Keller direkt, aber so ein bisschen So ein bisschen Keller halt. Er geht halt weiter ins Dunkel, also vorne an. Ne? Genau. Und dann, ich weiß nicht, ob das signalisieren soll, dass sich die Augen an die Dunkelheit gewöhnen. Ich habe keine Ahnung. Oder ob es einfach heller wird. Man weiß es nicht. Ist auch scheißegal. Ne? Auf jeden Fall wird auf einmal eine Wand beleuchtet. Genau, mit diesem Soundeffekt ungefähr. Wird diese Wand beleuchtet, vor der eine schwarze Couch steht und an dieser Wand ist irgendwie mit roter Farbe was hingekrickelt. Und er dreht sich auf einmal um, wieder Richtung Tür, wo er reingekommen ist, und sieht plötzlich dort in der Ecke eine schwarze Frauengestalt stehen. Also sehr gruselig. Ich finde es sehr gruselig. Ich finde es super gruselig, die sich plötzlich so ganz
eine Mischung zwischen Mechanik und Slow Motion auf ihn zubewegt. Ja, es macht halt auch ganz abstrakte Bewegungen, knickt dann so ein und blöd. Und kommt immer dichter auf ihn zu. Er lässt sich irgendwann auf das Sofa schon mal. Er stolpert so zurück, landet auf diesem Sofa und rappelt sich auf und lässt sich hinter das Sofa fallen. Und dann guckt er halt unter dem Sofa hervor, sieht aber keine Beine oder so. Denn diese Frauengestalt beugt sich jetzt schließlich über die Couchlehne hinten zu ihm rüber und guckt ihm direkt streng ins Gesicht. Oder wieder zu schreien, ne? Genau. Zack. Egal, auf jeden Fall wieder hier Blumenladen, hier Michi und die andere, wie hieß sie nochmal? Junko. Junko, schauen halt durch diese Bürotür, wo normalerweise Jabe halt da am Arbeiten ist, weil er wahrscheinlich für Bestellungen, was weiß ich, ja, da, ne? Und wundern sich halt schon, wo Jabe denn überhaupt ist. Wo ist der denn bloß? Er meldet sich nicht. Ich mache mir so eine Sorgen. Michi natürlich wieder mal, um natürlich die Arbeitszeit, ne, hier ein bisschen Seite legen zu lassen. Ich gehe gucken. Ich gehe mal gucken, wo der ist. Nein. Und die andere halt, Junko, voll so, nein, das ist doch Quatsch. Und wir brauchen uns keine Sorgen zu machen. Nein. Wir müssen jetzt ruhig bleiben. Ne? Genau. Auf jeden Fall, nächster Tag, selbe Szenerie, wieder, nur mit anderen Klamotten an. Und Jabe stolziert plötzlich herein. Ne? Als wenn nichts gewesen wäre. Sorry, ich bin zu spät, tut mir leid. Wo warst du denn? Und er geht schnacksstrur in den PC-Raum. Genau, in dieses Büro. Also er reagiert halt komplett gar nicht auf die Fragen der Mädels. Und Michi ist jetzt plötzlich auch irgendwie, ich schätze mal, auf dem Weg nach Hause, geht halt einen Weg lang, als sie plötzlich sich umdreht und hinter ihr sieht sie eine Frau aus einem Gebäude kommen. Die legt ihre Sachen so draußen ab, schließt die Tür und fängt an, diese Tür mit rotem Klebeband zu verschließen. Hier ist doch was nicht in Ordnung. Michi wiederum guckt sich das halt so ein bisschen verwirrt halt an und geht dann aber weiter. Zack, nächste Szene. Pailo ist in einer Spielhalle, die auch relativ gut gefüllt ist. Ja. Ne? Und eigentlich ist die Szene unnütz. Aber es verdeutlicht einfach nur, dass in der Spielhalle viel los ist. Genau. Und Pailo halt auch. Er geht halt Richtung seines Zuhauses, ne? Ja. Und hört ein Bohren von über dem Stock. Nein. Genau, er geht halt irgendwie Richtung nach Hause, aber telefoniert auch zwischendrin noch, erreicht aber niemanden. Ne? Ist halt zu Hause und plötzlich geht im Hintergrund der PC an. Natürlich. Und man findet wieder die Seite bzw. das Kurzvideo vor mit dem jungen Mann in diesem roten T-Shirt. Dann geht er, ja, was sollte ich jetzt tun? Ja, ah ja, Favoriten speichern. Ja, geht nicht, scheiße. Okay, da muss ich die Taste für den Drucker. Ja, die Taste. Ach, die Taste bewegt sich. Nein, die Person bewegt sich natürlich auch mit ihren. Die ist auf so einem Bürostuhl, die rollt halt so nach vorne halt, ne, ins Bild quasi. Genau. Und er halt die Drucktaste machen, geht aber anscheinend auch nicht. Die Person rollt aus dem Bild. Und ist dann plötzlich wieder ganz von der anderen Seite. Kommt nah das vor dem, vor der Kamera. Tüte. Gut behütetes Gesicht, ne? Und fängt dann halt an, die Tüte sich vom Gesicht halt, ne? Aber da hat er die Schnauze voll, er will halt nicht weiter mit ansehen, er zieht alles aus. Ja. Also die Stecker. Er schaltet eben den PC aus, zieht die Stecker raus, das ist ihm jetzt alles zu viel. Und nächster Tag ist der PC-Raum der Schule. Genau. Ein gern besuchter Ort. Und aber er ist halt diesmal leer. Genau, und Pailo versucht dort nochmal, oder sucht nach Harue. Genau. Und es fällt aber auch auf, dass die Schule an sich relativ leer ist. Ja, entweder ist Sonntag. Also es wirkt wirklich sehr ausgestorben, muss man sagen. Er sucht halt weiter rum, kommt nochmal in so eine Art größeren Technikraum irgendwo und plötzlich kommt eben Harue hinein. Genau. Hey, Pailo. Meint halt auch sofort so, hey, na, du, hat's geklappt dann hier. Ja, und er erzählt auch, ja, die Website ist wieder aufgetaucht, aber leider hat es weder geklappt, Favoriten zu speichern, noch die Drucktaste was gebracht. Und, ja, gut, sie fängt dann an, ja, kann ich mir deinen PC mal angucken, ne? Und er, na klar. Und kurz bevor Harue den PC-Raum betreten hat, hat unser Pailo noch einen Bildschirm gefunden. Ein Bildschirm gefunden, auf dem eben ein schwarzer Hintergrund zu sehen ist und so weiße Punkte dort drauf sind. Ne? In einer unwillkürlichen Anordnung. Er fragt sie halt dann auch, was das denn sei. Und sie sagte halt, im Endeffekt ist es ein Miniaturmodell unserer Welt. Ne? Die Punkte, die sich da zu nahe kommen, ne? Die sterben. Die sterben.
Und die zu weit weg sind, die werden halt angezogen von dem jeweils anderen. Genau. Ne? Und dieses Programm hat ein Schüler oder Student halt geschrieben Ja. halt. Hier, und dann Und sagt sie noch hier, Pilo, du solltest nicht so lange da drauf starren. Ne? genau. Das ist da auch schon wieder so, ne? Ja, und auch und sie sagt dann halt auch nur, im Grunde versteht es auch nur der Entwickler des Genau, das hat Programms. einer unserer Studenten hier, hat das da. Genau. Und ja, jetzt sind wir in der nächsten Szene quasi bei Pilo zu Hause. Und Haruhi macht sich halt auch fleißig daran, an dem PC zu arbeiten. Und er versucht so notdürftig aufzuräumen. Er schleicht da rum, da was weg, da Bietet ihr was. aber auch netterweise was zu trinken an. Und ja. Naja, seit wann hast du denn Internet? Oder hast du es aus einem besonderen Grund? Nö, Ne? nö, ich wollte nur mal rumprobieren hier so ein Ja, weil bisschen. das ja jetzt jeder hat, so ungefähr, ne? Und sie fachsimpeln nochmal so nach dem Motto, die Menschen sind im Grunde wie in dieser Punktesimulation, jeder lebt alleine für sich. Menschen scheuen den sozialen Kontakt, ne? Wie in dem Programm. Jeder lebt allein vor sich hin. Genau. Und dann haben wir wieder den Szenenwechsel zu unserem Gewächshaus, Blumenladen etc. Und Jabe kommt aus diesem Büroraum, sagen wir mal. Und Michi will ihm eigentlich hinterhergehen, aber wird vom Chef dann dazu angehalten, die Orchideen ins Treibhaus zu bringen. Und dann sagt halt Michi zu ihrem Chef so, ja, hier, ich glaube mit Jabe, dem geht's nicht so gut, kann ich mal nach ihm sehen. Und der Chef gibt dann noch irgendwie Ja, aber merkwürdige diese ganzen Ratschläge. Tipps jetzt hier wiederzugeben, es tut eh nichts Genau. zur Sache. Nach dem Motto, also man kann ja ganz kurz mal nach dem Motto, ja, sei vorsichtig mit Freundschaften, ob das wirklich wert ist. So eher ein bisschen negativ Auf jeden Fall, eingestellt. Michi sucht jetzt halt Jabe, ne, Genau. findet ihn auch irgendwo in der Ecke zusammengekauert, Ja, in so irgendwo einer da. Art Ne, Abstellraum. hier, ja, was ist denn los denn hier, Kerl? Erzähl doch mal. Ja, ich Nun habe mach ein schon. Gesicht gesehen. Ich habe ein Gesicht Ein gesehen. schreckliches Gesicht. Es war grässlich. Ja, Was da. hast du denn da Im gesehen? verbotenen Raum. Aha, im Hintergrund wieder. Ja, und Raum, rotes genau, Klebeband. Michi Ne? weiß sofort, worum es geht. Ne? Es ist das Ra es ist der Raum mit dem roten Klebeband. Da darfst du niemals reingehen! Niemals! Und sie fragt, also, warum denn nicht? Aber Jabe ist total durch den Wind und sagt Also, halt einfach nur noch, ich friere, er ich kauert sich immer friere. mehr zusammen und friert halt hier mit, rennt raus und möchte eine Decke holen. Genau, aber ja, bekommt ihr schon entgegen Ja. und stolziert wieder in den Als ob nichts Büroraum. gewesen wäre, ne? Und Michi sieht wieder auf dem Heimweg die rote, mit rotem Klebeband verschlossene Tür von neulich halt, ne? Und geht dann aber auch wieder weiter. Und Michi ist in der Stadt irgendwie unterwegs und tippt auch mit ihrem Handy rum, als im Hintergrund ist so eine, ja, bei so einer Art Fabrikgelände, so ein großer, Ja, genau, stimmt, ja. siloartiger Turm zu sehen. Ich Genau, kann es hier jetzt nicht die besser beschreiben. Frau, die einen Tag vorher da ihre Tür abgeklebt hatte, da was Michi halt gesehen hatte, steht jetzt da oben auf so ein Silo ist das, ne, hätte ich jetzt beinahe behauptet. Genau. Und ja, sie Michi dreht sich um und sieht halt, wie die Frau aufs Geländer steigt. Die Arme spreizt und sie Und springt. natürlich auf dem Boden tot aufschlägt und Michi dreht Naja, sich sie noch ist so nicht tot aufgeschlagen, sie ist tot wegen tot. des Naja, Aufschlagens. eben. Auf jeden Fall versucht Michi noch so sich zu bedecken, ne, und ist natürlich total geschockt. Natürlich zieht das Ganze auch ein paar Gaffer an. Und ja, alle stehen da irgendwie geschockt in der Gegend rum. Egal, nächste Szene. Ne? Unser Peile. Pilo ist mittlerweile in der Bibliothek, irrt auch dort etwas verpeilt umher. Man sieht Bücherwagen hin und her sich bewegen. Genau, aber man sieht auch schon, dass diese Bibliothek auch relativ leer ist. Also Aber es wirkt, trotzdem werden Bücherwagen hin und her. das stimmt. Und in einem Regalabteil findet er oder trifft er Haroe. Sie hat nämlich sich ein Buch zur Brust genommen, was über Phantome handelt. Ja, und sie unterhalten sich halt auch und es wird halt auch gefragt, hast du Zeit? Ja, klar. Ja, sicher habe ich Zeit. Ne? Wir gehen wieder zu diesem Bildschirm mit den Punkten, wo wir schon erzählt haben. Und Genau. auf jeden Fall ist diesmal etwas anders. Ja. Weil die Punkte waren zu Anfang richtig einfach nur weiße Punkte. Und klar Und umrandete genau, weiße Punkte. mittlerweile haben sich andere Punkte, die einen Schleier nach sich ziehen, quasi Dazu dazu gesellt. gesellt. Und
à la Pac-Man fressen halt quasi die normalen klaren Punkte Punkte. auf. Es ist sehr schwer zu erklären. Es ist Ja. auch fast schon echt psychologisch. Ja. Auf Einmal jeden ein bisschen Fall, Film sehen, jetzt nochmal Werbung. Ja, ne. genau, auf jeden Fall sind sie sich einig, dass es ja irgendwie merkwürdig aussieht und dass diese verschleierten Punkte ja fast wie Geister wirken und diese Punkte eben diese anderen Punkte vereinnahmen. Und zuerst sah ja alles gleich aus, aber dann, oder zuerst sieht alles gleich aus, aber dann verändern sie sich und sie fachsimpeln, ob es irgendwie ein Virus sein könnte, das Programms, aber nein. Und Harue fragt unseren Pilo auch nochmal nach dieser merkwürdigen Website, denn sie hat die Vermutung, dass das irgendwie beides miteinander zusammenhängt. Aber Pilo meint so, hä, ja, meinst du? Nee, glaube ich nicht. Auf jeden Fall sagt sie zu ihm, pass auf, wenn da nochmal was passiert, ne, sag Ja, Bescheid. genau. Nee. Auf jeden Fall prescht jetzt ein junger Mitstudent in die Szenerie, ne, Genau. und wer bist du denn? Ne? Und Pilo, ne? Man stellt sich halt Man vor. stellt sich Ne? vor und Harue sagt auch, dass das hier, das ist der Student, der dieses Programm Genau. entwickelt Ne? hat. Hier, Pilo geht jetzt aber auch von dannen. Hier, Haroe noch mal hinterher. Hier, ruf mich doch mal an. Ne? Genau. Und unser Pilo geht wieder in die Bibliothek und liest dort eben in diesem Buch, was die Haroe vorher hatte, eben über Geister und quasi auch so Sachen wie jeder Mensch stirbt, also gibt es Geister. Die Frage ist, wie viele Geister gibt es und was Passiert mit denen, die halt keinen Platz mehr in dem Reich der Toten haben. genau, also es ist schon sehr mystisch so ein bisschen, als Ja, plötzlich man sieht einen Blick aufs Regal, neben ihn so, und da huscht oder etwas. steht halt so eine schwarze Ja, Gestalt. die ihn beobachtet aber auch, muss man dann Genau. auch mal dazu sagen. Genau. Ja? Und plötzlich kommt halt unser Student halt zu ihm, der eben dieses Programm programmiert hatte mit diesen weißen Punkten und sagt zu unserem Pilo so: Ey, hast du das, Ne? siehst du ihn, ne? Siehst du Ja, ihn, siehst du das? natürlich hast du das. Na, Ne? natürlich hast du den gesehen, ne? Ne? Und hier, Pilo fragt natürlich, wer ist das? Und dann hier der Student, du musst ihn fangen, um es herauszufinden. Und Pilo, ne, schleicht dann zu dem Regal, zack, Gestalt aber weg. Ne? Hat sich genau. in Luft aufgelöst. Ne? Genau, er kann ihn halt, er rennt nochmal hinter den Regalen rum, aber er findet ihn nicht. Ja, war Und dann. bestimmt nur ein Student, aber was ist, wenn es etwas anderes war? Genau. Und sie unterhalten sich dann auch noch und unser, ich sag jetzt mal, Informatiker oder Programmentwickler lädt an unserem Pilo eben zum Tee ein. Dieser meint dann halt auch, boah, ich friere Ja. total. Also. Und jetzt fangen sie eben an zu fachsimpeln, von wegen es gibt Geister eben und es gibt ein Reich, in der diese ganzen Seelen eben sind. Und dieses Reich hat halt eben nur eine bestimmte Kapazität. Und irgendwann wird es eben zu voll. Und wohin sollen sie, wenn es zu voll ist? Also müssen sie sich ein anderes Reich suchen, zum Beispiel unseres. Jetzt wird es kompliziert, denn während die beiden Genau. Studenten sich unterhalten, passiert jetzt, also dass eben auf einer Art Baustelle ein Mann. Genau, mein Mann ist halt, er luschert in so eine Kammer rein, im Ja. Endeffekt. Es ist, ne, keine Ahnung, wahrscheinlich auch ein Keller oder irgendwas, ne? Und da ist halt so eine Baustelle nebenan. Er fragt halt den Chef der Baustelle, auf jeden Fall einen Arbeiter auf der Baustelle, ob er denn Klebeband für ihn hätte. Genau. Ne, Und also. währenddessen unterhalten sich, wie gesagt, die beiden halt weiter. Und unser Programmierer sagt dann so, ja, also ne, die Seelen müssen ja einen Ort finden, an dem sie dann bleiben können. Genau, Und unterdessen klebt halt der Mann hier die ganzen Schlitze von den Fenstern und den Türen da in dieser Kammer halt zu, ne? wie gesagt, das Gespräch läuft eben weiter und wie gesagt, unser Programmierer sagt halt auch, nach vielen Tagen und Wochen funktioniert es plötzlich, dass eben die Sachen oder die Gestalten sich immer mehr Genau, materialisieren, die man sieht Seelen. halt zeitgleich, wie dann der Mann da, Von der Baustelle. Der Raum halt, ne, wie sich da halt so ein Geist oder ne, materialisiert halt. Ne. Genau. Und wie gesagt, die beiden unterhalten sich immer während dieses Szenenwechsels immer weiter. Nächste Szene Und ist dann, dass ja die Baustelle halt diese Kammer halt abreißt. genau. Und Also sie nicht. kommen eben, die beiden Studenten wiederum kommen zu dem Schluss, dass irgendwann sich die Geister und Seelen so weit ausbreiten, dass sie
als sie erst eben schwach waren, jetzt immer stärker werden und sich immer mehr materialisieren. Du hast einen gesehen, ne? Wenn meine Hypothese stimmt, sind sie nicht mehr aufzuhalten. Ne? Und unser Peilo meint so plötzlich, nein, ich glaube dir die Story nicht, danke für den Tee. Genau. Auf jeden Fall ist Michi telefoniert mit irgendjemandem und fragt, ob ihr Chef bei ihnen, bei denen. Genau, halt wäre, weil ne? der anscheinend verschwunden ist. Ja, Junko? Junko. Ist dann hier, ich habe Angst, ne? Und was ist überhaupt los hier? Warum verschwinden die Menschen plötzlich alle? Genau. Ich gehe ihn suchen. Aber Michi ist ja, sie telefoniert halt weiter, so als wenn die so eine Kundenliste halt abtelefoniert, ne? Und plötzlich klingelt halt aber das Telefon, als die beiden Frauen schon irgendwie aus dem Raum gehen wollten. Und Michi geht dann zurück und eben ran und sagt so, ja, hallo. Erhält aber plötzlich, also erstmal keine Antwort, als plötzlich jemand im Telefon. Hilfe! Hilfe! Jabe, bist du's? Hilfe! Sie legt auf und geht jetzt in diese Abstellkammer, in der sie Jabe ja zuvor schon mal quasi aufgewühlt gefunden hatte. Ja, aber und da steht da auch augenscheinlich, ne, da genau. an dieser Wand. Ne? Ach, da bist du ja! Als sich er quasi eigentlich als schwarzer, menschengroßer Fleck an der Wand genau, entpuppt. Sie kommt halt näher und... Und es ist nur noch dieser Fleck an der Wand da. Und das geht ja trotzdem über. Hilf mir! Hilf mir! Genau, das geht die ganze Zeit. So, Michi flieht jetzt quasi aus dem Raum und sucht jetzt Junko. Diese wiederum hatte zuvor in einer anderen... Ja, irgendwo dort im Gebäude eine Tür auch mit diesem roten Klebeband abgeklebt. Hatte man eben gesehen, nochmal als Einzelszene. Und Michi wiederum sucht Junko jetzt. Ah, und ja, sie kommt dann auch, sie kommt dann auch zu dieser Tür mit diesem roten Klebeband, welche aber mittlerweile offen ist. Und sie schreit auch Junko noch zu, geh da nicht rein, geh da nicht rein. Zack, Junko, stramm wie sie ist, geht natürlich rein. Natürlich, ne? Natürlich. Michi folgt ihrer Freundin in diesen Raum hinein. Hier, Michi sieht an der Wand, ich weiß nicht, ob es eine Gestalt ist oder ob es auch ein Fleck ist. Nee, es ist schon eine Gestalt. Ne? Eine Frauengestalt, ja. Hier, dann ein entfernender Schrei hier. Michi versucht, Junko aus dem Raum zu zerren. Die sträubt sich aber. Und man hat jetzt halt diese weibliche, ziemlich haarige Gestalt. Also genau. Ist halt typisch Asia-Stuff, lange schwarze Haare. Genau, und die kommt jetzt eben auf die beiden zu. Michi versucht, wie gesagt, ihre Freundin aus dem Raum zu buxieren, stürzt aber. Und Junko wird volle Kanne von diesem Geist ins Gesicht geguckt. Also die... Geguckt? Ja, ich weiß richtig nicht. Richtig doll angeguckt. Ja, so richtig krass angeguckt. Auf jeden Fall, Michi rappelt sich jetzt auf und zerrt Junko aus dem Raum. Und in der nächsten Szene sehen wir, wie Junko bei Michi zu Hause ist, im Bett liegt oder auch sehr, Michi sitzt im Sessel und Junko wirkt jetzt wirklich so, als hätte sie einer eine Klatsche. Genau, sie sagt auch, hilf mir. Hilf mir, hilf sie jammert mir. Halt mir so, ist ne? kalt und ne? Michi versucht sie halt zu beruhigen. Ja, Michi holt irgendwas aus dem Laden, der halt auch ziemlich leer sind. Es gibt halt keine Verkäufer. Genau. Und nichts. Hinter dem Kassenbereich ist eine dunkle Glasfront, wo sich aber auch schemenhaft eine dunkle Gestalt sich befindet. Genau. Diese bemerkt Michi dann auch relativ zeitnah und sie rennt halt raus. Aus irgendeinem Grund, den Waren. Mit den Waren. Lustigerweise geht auch ein Alarm los. Sofort. Ich mich dann frage, sobald du mit der Milchtüte rausrennst, geht der Alarm. Sie Richtig sagt, so. Sie verliert ihre Safttüte. Ja. Was wichtig für mich ist, yes, das zu kein erwähnen. Problem. Ne? Und schafft es aber noch gerade, den Saft aufzuheben. Und rennt weiter. Ja, ja. Peilo unterdessen telefoniert oder möchte mit Harue genau. telefonieren. Aber sie geht nicht ran. So ist das nämlich. Ne? Genau, genau. Er natürlich hat so ein mulmiges Gefühl im Knie und rennt Richtung Schule. Und man sieht halt, wie wirklich ein... eine Zerstörungswut halt quasi geherrscht haben muss, weil die PCs alle hier und Kabel. Kabel rausgerissen, alles umgestoßen. Hier so ein Bürostuhl. Rollt noch durch den Raum. Ne, ganz drollig, ne? Und naja.
Und plötzlich, also er guckt sich da um, als man an einem Monitor im Vordergrund eben wieder diese Website sozusagen sieht, wo ein Raum mit einer Gestalt drinne, die immer so durchs Bild geht und immer so, als wenn im Bild eine Störung genau. ist. Verschwindet, geht. Genau, und das wiederholt sich die ganze Zeit. Irgendwann sieht unser Paido eben auch diesen Bildschirm und was sich da drauf befindet. Und er ist dann plötzlich in der nächsten Szene bei strömendem Platzregen. Aber ein Schirm. Ja, einen durchsichtigen schicken Schirm, die Schweine teuer sind. Wo immer er ihn auch her hat. Egal, auf jeden Fall steht rennt er Richtung Haroi. Genau. Haroi. Und er klopft und klingelt die ganze Zeit an ihrer Tür. Aber rechts an der Seite am Treppenhaus. Ja, kannst du sagen. Ne? Da sieht man aber auch hier Haroi dann hochwandern. Und er sieht es aber auch und geht ihr hinterher und meint so, was ist denn los? Was ist denn mit ihr? Wo gehst mit du denn ihr? Hin? Ich muss hier weg. Sie ist auch klatschnass. Ja, sie sind alle weg. Sie sind alle verschwunden. Ich muss hier weg. Er versucht sie also zu beruhigen, bringt sie erstmal in ihre Wohnung. Sie trocknet sich erstmal ab. Er gibt ihr einen Tee hier genau. oder stellt ihr eine Tasse Tee dahin. Ne? Und sie fängt dann auch hier an zu senieren. Von wie, als Kind habe ich schon übers Sterben nachgedacht, ne? Und, ja, ich bin immer allein gewesen, Entschuldigung. Vielleicht ist der Tod schön, mit allen anderen auf der anderen Seite. Er versucht krampfhaft das Thema zu wechseln, aber sie lässt sich nicht abbringen. Sie meint halt, also es ist ein schlimmer Gedanke, halt allein zu sein, aber vielleicht ist es ja auch... Tod ganz allein. Vielleicht ist man ja auch im Tod ganz allein, das wäre ja schlimm. Ist das so, wenn man zu einem Geist wird? Ja, auf jeden Fall. Er redet, sagt halt so, nein, und wir sind lebendig und wenn wir hier zusammen sind, wir stehen das schon durch. Ja gut, sie nebenbei schaltet hier locker flockig mit einer Hand hier 8 Bildschirme ein. Ja. Nein, das sind 4. Mit dieser Website in Anführungsstrichen, man sieht halt Bilder oder hier kleine Videos, wo halt überall Gestalten drauf zu sehen sind, die halt umher. Genau. Ja, kann doch sein, dass Menschen und Geister das Gleiche sind, egal ob tot oder leben. Ja, und unser Paido will krampfhaft versuchen, sie davon abzubringen. Das ist doch Quatsch hier, keiner weiß, was hier passiert. Aber wir sind schließlich lebendig und ich habe jetzt keinen Bock mehr an den Gedanken, an den Tod. Hör auf, hier rumzuspinnen. Wir erfinden schon irgendwann eine Pille und erfinden das ewige Leben. Und plötzlich sind wir wieder an diesem Art Silo, wo ja diese Frau runtergesprungen ist. Da, wo sie knallhart aufgeklatscht ist, befindet sich nun ein dunkler, schwarzer Fleck. Genau. Und dann auch hier, hilf mir, hilf mir. Ja. Ja, und jetzt sind wir wieder bei Michi in der Wohnung, wo Junko jetzt komplett gaga ist. Aber wie gesagt, Michi versucht sich eben so gut es geht, um sie zu kümmern. Sie spült und im Rücken hinter ihr sitzt halt Junko und streckt noch die Hand aus und meint so, mach... Ja, genau, bleibst du stehen. Ja, ungefähr so macht sie. Die beiden legen sich irgendwie ein bisschen hin, schlummern ein bisschen. Junko steht jetzt quasi so vor dem Fenster, ne, lässt sich ein bisschen die kühle Brise in die Nase leuchten. Genau. Und Michi wacht dann eben auch auf und meint, pass auf, ich mach Kaffee. Wie geht's dir denn? Und Junko meint, ja, mir geht's gut. Und während Michi irgendwie Kaffee macht, meinst du, dass ich einfach so sterben muss? Natürlich nicht, nein, komm, alles ist gut. Junko stellt sich dann plötzlich vor eine Wand neben dem Fenster und zurück bleibt plötzlich nur noch ein schwarzer Fleck von Junko. Michi, komplett außer sich, geht Richtung dieses dunklen Fleckes, als sich dieser quasi wie entmaterialisiert und in kleinen Fetzen genau, und wie vom Winde verweht ist dann. Genau, hier Michi jetzt aufs Bett, ne, möchte mit ihrer Mutter natürlich aufgrund der Situation auch mal... Genau. Ne? Aber es ist keiner da. Nee. Ja, Szenenwechsel wieder Paido in der Spielhalle. Ja. Aber diesmal... Komplett allein. Genau. Im Hintergrund ist ein Huschen zu sehen von einer dunklen Gestalt. Ja. Er guckt in diese Richtung, weil, hey, ich habe doch da was durchhuschen sehen. Genau. In dem Moment ist im Vordergrund ein Durchhuschen, also es ist... Nur gehuscht wird. Er schaut dann zu diesem zweiten Huschen und diese Gestalt fängt auch an, sich umzudrehen und in seine Richtung zu blicken. Genau,
zu wabern halt. Genau. Und er nimmt die Beine in die Hand. Okay. Naja, hier, er rennt und rennt und entdeckt irgendwann Haroe, die mit irgendwas, die kloppt auf Sachen halt. Ja. Ne? Keine Ahnung, warum. Ne? Und als er sie auch so ein bisschen beruhigen kann, meint sie ja, bitte lass mich nicht alleine, nimm mich mit. Wohin? Nur weg. Und sie machen sich halt auf den Weg. Sie wissen selbst nicht, wohin sie wollen, aber eben weg. Und sie steigen irgendwie in die nächste U-Bahn oder in die nächste Bahn und fahren los. Tatsächlich fährt die Bahn, aber sie sind halt komplett alleine. Genau, also in der Bahn sitzen nur zwei Menschen und das sind sie selber. Genau. Wo sind die Menschen bloß hin? Genau. Ich bin doch noch da, ich lasse dich nicht alleine. Also unser Pilo versucht sie weiterhin zu beruhigen, als die Bahn plötzlich anhält und Haroe irgendwie total in Panik gerät. Es ist ja die Endstation. Und unser Pilo sagt, kein Problem, ich spreche mit dem Fahrer, beruhig dich, setz dich hin, ich komme gleich wieder. Ja. Er geht halt Richtung Führerhaus. Und sie rennt aus der Bahn raus. Er sieht das halt, also er dreht sich halt nochmal um, sieht, dass sie halt rausgerannt ist, macht halt auch kehrt und fängt an, sie zu suchen mal wieder. Ja, man sieht dann halt irgendwann Haroe, wie sie wieder vor ihren PC-Wand da sitzt. Genau. Mit den ganzen Website-Bildern da. Ne? Aber diesmal sind die Bilder fast alle leer. Es also gibt ein paar, keine Gestalten. Genau, ein paar Bildern oder nur noch wenigen Bildern sind halt auch Menschen zu sehen. Der Rest ist halt komplett leer. Genau, auf jeden Fall dieses Bild mit dem roten T-Shirt, hier mit der Tüte über dem Kopf da, der ist halt auch noch da. Ne? Auf jeden Fall drückt sie Enter und der Drucker springt dann auf einmal an. Genau. Und es kommt ein Blatt heraus, auf dem steht die verbotene, nee, wie war's? Frucht. Die, genau. Der verbotene Raum. Der verbotene Raum. die verbotene. Und dann kommt noch einmal ein Drucker und da steht dann halt so ganz... Da kommt ein Drucker. Nein, ein Blatt aus dem Drucker. Meine Güte. Und dort ist ganz viel Schrift und da steht dann Baumaterial, rotes Klebeband. Und der Bildschirm, wo dieser Mann mit dem roten T-Shirt drauf ist, er fängt jetzt an, sich zu bewegen. Genau, man hatte das ja schon, ne? Der rollt halt nach vorne aus dem Bild hinaus, kommt von links wieder rein und fängt dann an, sich die Tüte vom Kopf zu nehmen. Und leider kann ich nicht erkennen, wer es ist. Wahrscheinlich ist es voll der Plot-Twist, aber ich kann es leider nicht. Wir konnten jetzt nicht eruieren, ob es eine Person ist, die wir schon kennen, aber plötzlich holt diese Person eine Schusswaffe heraus. Hält sie sich unters Kinn und drückt ab. Und drückt ab. Ja, plötzlich sieht man eine Einstellung hinter Haroe hervor durch eine Tür, als dass sie gefilmt wird. Genau. Diese Kameraeinstellung erscheint auch auf einem der Bildschirme bei ihr und sie geht halt eben auf die Tür zu. Ist ja schon, man wundert sich ja dann schon. Ne? Genau, sie macht jetzt Licht und steht nun in dem Raum quasi, wo in Anführungszeichen diese Kameraaufzeichnung von ihr gemacht wurde. Licht halt an, ne? Man sieht natürlich nichts. Ne? Und sie geht immer weiter auf diese Kamerabild. Man sieht immer dieses Verschwommene und dieses Abgehackte, ne? Und sie dann irgendwann, ich bin nicht allein. Und sie umarmt quasi das Nichts. Genau. Unterdessen ist Pilo bei Haroe zu Hause angekommen und tritt jetzt die Türe ein. Genau. Und bricht die Tür auf und sucht sie. Und jetzt haben wir wieder einen Szenenwechsel, wo jetzt in einem Fernseher, der gerade läuft, irgendwie ganz viele Vermisstenanzeigen. Genau, also eine endlose Latte an Menschen, die halt vermisst werden. Ne? Genau. Und Pilo steht davor und sieht das und man sieht jetzt plötzlich die komplette Umgebung, alles genau, komplett ausgestorben, richtig so Endzeitstimmung. Ja, ja, richtig schön. Wenn man näher geht zum nächstbesten Getränkeautomaten und holt sich eine ordentliche Fanta oder ein Lift. Ja, er will halt das auch erst so drücken, aber dann öffnet er einfach die Tür und alles purzelt raus. Die ganzen Dosen fallen raus, egal, ne? Und aus dem Augenwinkel entdeckt er ein kleines gelbes Auto. Ja. Und in dem kleinen gelben Auto befindet sich unsere gute Freundin Michi. Michi. Und er geht auch zu ihr hin und die beiden quatschen halt. Wer bist du? Michi. Michi. Und auf jeden Fall stellen sie sich vor, sie trinken halt was aus diesen Automaten da halt. Ist dein Auto ist kaputt? Hä? Und er fängt eben an, das zu reparieren, da ein bisschen so rumzuwerkeln und dann fahren sie... Gut, man kommt halt auf, hast du eine Freundin, fragt sie halt, ne, ja,
Ja, ob das Klar. jetzt wirklich eine Freundin ist, Geld aber und naja. ja, wir müssen sie suchen, sagt Michi dann. Wir suchen jetzt Haroi. Genau. Und Und dann sie ist machen halt so sich. aus dem Off schon, wir halten nur einmal. Genau. Und dann fahren wir bis So eine Ende. Endlichkeit Und noch quasi. viel weiter. Und dieser Stopp ist halt bei Haruhi zu Hause in der Wohnung und sie sehen sich dort um und sind dann auch in diesem Raum, in dem quasi Haruhi verschwunden ist. Also die Einstellung, die wir zuletzt gesehen haben, als Haruhi sich Ja, halt dieses. dieses Nichts umarmt hat. Genau, diese Wände halt vor. Man erkennt jetzt, dass es halt ihr Zimmer Zimmer quasi war. ist, wo im Hintergrund dann halt Hilfe, Hilfe, Hilfe steht, ne? Und Genau. Und dort ist eben so ein längliches Fenster und Michi guckt halt raus und sagt, hier, ich weiß, wo wir suchen müssen. Dort gegenüber ist eine alte Fabrik. Da ha, können wir nach Haruhi da suchen. müssen wir doch unbedingt nach. Warum müssen die da nach? Da Ja, ist ich auch weiß egal. es nicht. Auf jeden Fall gehen, machen sie sich halt auf in diese verlassene Fabrik und sehen sich dort um. Mann, ey. Und sehen plötzlich so irgendwie oben an so einer, ja, an so einem Obergeschossteil der Fabrik jemanden lang gehen und gehen da dort auch hin. Und aber als sie dort ankommen, liegt auf dem Boden nur noch rotes Klebeband. Ha. Aber plötzlich taucht jemand hinter ihnen auf, eine Frau mit einer schwarzen Tüte über dem Kopf. Die beiden gucken sie halt an und plötzlich zieht sie eben diese Tüte vom Und Kopf. das ist Haroi. Genau. Und sie hat auch eine Wollte ich gerade Waffe sagen. in der Hand, eine Schusswaffe. Hier, lass uns von hier verschwinden, sagt ihr Peilung Peile. Also er zur. versucht sie halt noch zu beschwichtigen. Ja, er Kommen sagt, wir. komm, wir schaffen das schon, wir hauen hier einfach ab und lalala, aber zack, Aber. sie hält sich die Knarre an Kinn und er schießt sich. Genau. Also Ne? er, die rennen dann halt Er geschockt rennt dann dahin. hin hier, ach nein, das wird schon wieder. Ja. Ne? Kann Aber man tackern. natürlich ist sie tot und ja, sie bedecken ihre Leiche halt noch und sitzen dann beide wieder im Auto. Wir konnten sie Aber nicht retten. das Auto springt nicht an, denn der Tank ist leer. Und dann sagt unser Pilot, ja, pass auf, in der Fabrik habe ich Benzinfässer gesehen. Ich gehe halt, du bleibst hier und ich gehe halt Benzin holen. Gut, er geht auch rein und dann sind wirklich. Sie sagt halt noch vorher, wenn du eine Tür mit rotem Klebeband siehst, geh nicht hinein. Nur so als. Ja, gut, ich dachte, das wäre jetzt schon selbstverständlich. Nein. Naja. Auf jeden Fall geht er wieder rein da in die Fabrik, ne? Und da sind halt so Tonnen mit Benzin halt drin und Genau. pumpt dann halt. Genau, er pumpt das halt ab in einen kleineren Ne? Kanister und hinter ihm sehen wir eine Tür mit rotem Die Klebeband. sehen wir erstmal. Die Und die sehen wir bemerkt er erstmal. erstmal noch nicht. Aber wir sehen aber auch, wie diese kleine Bitch von Tür sich dann auch anfängt zu Von öffnen, ne? allein. Als er fertig mit dem Abpumpen des Benzins ist, fällt natürlich ihm der Deckel runter Ach, der Stutzen. und rollt in den Raum mit dem roten Klebeband. Er natürlich hinterher und schwupps, die Tür schließt sich hinter Ich ihm. meine, er hätte das Benzin auch ohne diesen Stutz. Ja, Na egal. hör mal. Ja. Auf jeden Fall ist er dann in diesem Raum und kommt halt nicht heraus. Er findet zwar auch den Deckel, aber er kommt halt nicht mehr heraus. Als sich plötzlich hinter ihm eine Gestalt materialisiert. Genau. Eine Stimme ertönt. Für immer tot bedeutet. Was heißt das? Ewige Einsamkeit. Entschuldigung. Genau. Ewige Einsamkeit. Hilf Hilf mir, mir. hilf mir, hilf mir. Und hier, ja, wie heißt er nochmal? Pilo jetzt. Ich weigere mich an den Tod zu glauben. Er dreht sich um und denkt so, das ist nicht real, das ist nicht real, Wenn aber ich als meine er. Hände vors Gesicht halte, kannst du mich nicht sehen. So ungefähr, aber als er sich wieder zurück zur Gestalt dreht, ist diese immer noch da. Er geht jetzt auf die Gestalt zu und meint, pass auf, du wirst verschwinden, ne? Und er fasst der Gestalt quasi auf die Und Schultern. ist überrascht, dass man dieser Gestalt überhaupt an die Schultern fassen kann, Genau. weil, ne? Und diese Gestalt sagt dann auch, ich bin real, ich existiere. Naja, real, ne? Auf jeden Fall kommt die Gestalt jetzt immer weiter auf ihn zu und sieht ihm stark in die Augen. Das ist ganz grässlich in die Augen. Und Michi unterdessen rennt jetzt auch wieder in Denkt ja die auch, wer, da kann Fabrik. doch, wie lange braucht der denn da, ne? Hat er sich verquatscht? Und findet natürlich auch die Tür mit dem Klebeband und findet Pilo. Ja, Und alles gut, lass dann uns verschwinden. wiederum an dem Ort, an dem Haruhi sich ja erschossen hatte. Sie beide schnappen sich dann den Benzinkanister an dem Ort, wo Haruhi getö also tot umgefallen ist, ist dann auch noch mal so ein schwarzer Fleck zu sehen. Aber die beiden rennen jetzt mit dem Kanister Benzin zum Auto. Lass uns verschwinden. Sie fahren los, ne?
Sie fahren halt wirklich durch apokalyptisch aussehende, ausgestorbene Städte. Es brennt, schwarze Rauchschwaden steigen überall all hervor. Dunkle Man Wolken hängen über der Stadt. nächste City, selbe Bild. Ne? Sie fahren immer weiter, immer weiter. Alles menschenleer. Und irgendwann kommen sie halt ans Wasser halt, ne? Ob es Ja, ein so ein Hafen ist oder Hafengebiet irgendwas. irgendwie. Ne? Und dann hier, Pilo, was hast du? Ja, weil Michi jetzt anfängt zu weinen selber und völlig fertig ist und alles. Und ja, ich weiß nicht, ob wir das Richtige tun. Du bist in den Raum mit dem roten Klebeband gegangen. Willst du nicht lieber zurück zu Haroe? Nein, wir müssen so weit fahren, wie wir können, sagt Paolo. Tada, da sind wir. Ne? Genau. Sie fangen dann an hier in ein kleines, was natürlich passenderweise da angekettet ist, in ein kleines Motorboot zu steigen. Gelbes Motorboot. Gelb. Gelb. Man sieht halt wirklich, wie. Okay, sie muss halt nochmal in dieses Büro rennen, damit sie den Schlüssel für das Motorboot. Ne? Man sieht halt, wie Flugzeuge Ja. abstürzen von Himmel. Also wirklich Krasse Scheiße. Apokalypse hoch 1000. In Ne? diesem Büro, wo sie halt auch diesen Schlüssel ho sucht, da sind halt auch lauter irgendwie Leichen, die sich so in Ja, nichts wo die. auflösen. Genau, und dann, sie findet da den Schlüssel auch sofort. Ja. Wieder zurück zum Boot und sie fahren los. Und im Prinzip, zack, wechselt dann die Szene zu einem großen Schiff, Genau. auf der dann eben Haruhi an der Reling steht und es ist das Schiff vom Anfang. Und dort spricht der Kapitän sie an und sie unterhalten sich halt kurz, dass sie jetzt eben als nächstes Lateinamerika ansteuern. Und weil sie da noch Genau, Funksignale zwar ein schwaches Signal, aber sie haben ein Signal bekommen. gehört haben und das ist jetzt der nächste Vielleicht Ansteuerungspunkt. könnte man da ja neu anfangen. Ne? Genau, und Michi philosophiert noch ein bisschen, ist es das Richtige, was man getan hat, Ja, ne? und Oder da kommt hätten auch noch wir. sowas wie, wir müssen alle sterben, das ist sicher. Vielleicht wären wir nur glücklicher, wenn wir mit den anderen gegangen wären. Genau, also so ein bisschen so Ne? Und alles. Endzeitstimmung. Und irgendwann geht halt Michi unter Deck und dort ist halt in ihrer Kabine eben Paolo, der an der Wand lehnt, Genau, auf dem Boden sitzend an der sitzt. Wand lehnt. Ne? Und als sie ein zweites Mal zu ihm sieht, ist er nur noch ein schwarzer Fleck. Jetzt hier mit meinem einzigen Freund auf der Welt habe ich das Glück gefunden. Und Abspann, Leute. Gott. Jo, wir haben die Stunde voll gemacht mit dem Film. Es ist so krass, man kann es super schlecht beschreiben. Also schaut ihn euch auf jeden Fall an. Sowohl Original aus Japan als auch das Remake. Das Remake ist auch cool. Also richtig gut, richtig Atmosphäre, wie man eben da reingezogen wird, dass immer mehr Leute verschwinden und das ist echt richtig gruselig halt wirklich, ne? Weil Naja, das dann auch ist diese heftig. Szene, wo sie dann einkaufen geht, niemand ist mehr um einen rum, gerade in so einer Ja, Millionenstadt. man sieht es ja auch dann an Pilo irgendwann in der Spielhalle, brechend voll, Genau. zack, 2 Tage später, Alles Spielhalle, leer, ne? gar Und nichts. ja, auch dieses Philosophieren halt, ne, über die Geisterwelt und wo die ganzen Seelen dann sind. Und es ist super interessant gemacht, es ist super erschreckend. Man hat schon so ein bisschen einen Gruselfaktor im Nacken, muss man Aber die sagen. Endzeitstimmung, die dann wirklich zum Schluss dann ist. Ja, wo dann auch noch wo die ja eben in dieses Boot steigen, dieses Flugzeug dann auch abstürzt, diese komplette Stadt ausgestorben ist. Es ist richtig cool gemacht und damit haben die Asiaten auf jeden Fall wieder eins rausgehauen. Ja, die Asiaten, die holen ja auch dann immer aus. Ne? Das Natürlich. ist aber auch schön so, weil ich es immer schon mal gesagt habe, eine Ästhetik da mit drin haben, Ja. was andere gar nicht so rüberbringen können. Und ich meine, der Film ist lang, okay, aber es ist jetzt auch nicht langatmig Nein. im Grunde, weil es alles ineinander greift. Na, also das ist ja einmal so diesen Handlungsstrang von Michi und ihren Freunden und einmal diesen Handlungsstrang Ja, von Paolo halt, ne? es ist Und dann halt. irgendwann treffen die sich dann halt wiederum und es ist sehr cool gemacht und es passiert auch immer etwas. Also es ist halt auch super schwierig, also finde ich immer bei solchen Filmen halt. Du hast Filme, da hast du Längen drin, dann weißt du, ach komm, ich, ne? Genau. Aber so hast du irgendwie nach. Was hatten wir? 20 Minuten geguckt und im Endeffekt waren wir da schon eine Stunde irgendwie dran. Dabei, ja, Ne? Es ist halt. weil doch so viel passiert ist, Ne? wirklich. Und ja, das ist
wie gesagt, es passiert sehr viel. Es kommt jetzt wahrscheinlich gar nicht so rüber beim Erklären Nein, oder man muss Erzählen. Den Film sehen. Schaut ihn euch auf jeden Fall an. Eine klare Empfehlung unsererseits. Absolut. Und saugt diese Stimmung auf und dieses Bedrückende teilweise. Wie gesagt, das Remake auch. Das ist von der Endzeitstimmung nochmal ein bisschen, aber es ist Amerikaner, die. Ne? Ja, die hauen da nochmal ein Packen mehr drauf. Auf jeden Fall eine klare Empfehlung, wie gesagt. Absolut. Und absolut. Ja, es hat aber auch so ein, ich finde, wenn man solchen Filmen so heutzutage guckt, auch so einen gewissen Charme mit dieser alten Computertechnik, die ja da noch in diesen Kinderschuhen steckte. Ja, mit diesen Modemgeräuschen, mit diesen fetten Bildschirmen, diesen Röhrenmonitoren. Und schon sehr cool gemacht. Und nach dem Motto so, ja, das Internet, Handbuch fürs Internet. Das ist halt einfach so, das hat nochmal so einen zusätzlichen Charme, finde ich, wenn man es eben in der heutigen Zeit guckt, in der eben die Technik für uns nicht mehr wegzudenken ist im Endeffekt. Aber ja immer noch Neuland ist. Natürlich, ne? Das auf jeden Fall. Ja. Neuland. Neuland. Hast du noch so was spontan? Weil im Prinzip kann man wirklich nicht so, also es ist super gemacht, aber im Prinzip müsst ihr es wirklich selber schauen. Ja, leider ja, weil das kannst du nicht so, hier wird ja sowas wie Texas Chainsaw Massacre, also kennt jeder den Film, genau. Ne? Und da kann man auch leichter was beschreiben. Genau. Ne? Weil du weißt, hey, 99% der Leute, die das hier hören, haben den Film schon mal gesehen. Ja. Ne? Bei Puls. Es ist wirklich schwieriger. Nicht, weil es, weil ich persönlich auch nicht so viele Leute kenne, die halt diesen Asia-Grusel-Stuff mögen. Nee, ne? Das ist schon, es ist ja auch schon speziell, das muss man sagen. Aber wie gesagt, wenn man halt wirklich Bock auf so ein bisschen so Endzeitstimmung und ein bisschen so Philosophieren und sowas hat, sehr cool zu gucken. Und da könnt ihr ja gerne mal schreiben, ob ihr den kennt oder ob ihr das jetzt so interessant fandet, dass ihr euch den demnächst vornehmen wollt. Wenn das so interessant war, hey. Auf jeden Fall sehr cool. Unser Kawashima alias Pilo ist schon eine coole Figur, der es eben bis zum Schluss fast geschafft hat. Also ich meine, das Problem an der Geschichte ist auch, dass die sich auch irgendwie nicht mit Namen ansprechen. Deswegen ja, das ist man sehr erst ganz spät im Film heraus, wie die Leute überhaupt heißen. Und aber das finde ich in asiatischen Filmen generell oft der hat Fall. Man halt in der Zwischenzeit muss er die Leute irgendwie nennen. Deswegen Pilo fand ich halt ganz geilo. Weil er wirklich etwas verpeilt ist. Naja. Gut, hast du noch was? Sonst moderieren wir ab. Ja, das war alles ein bisschen viel. Ne? Ja, also wie gesagt, schreibt uns gerne. Ihr findet uns auf Instagram unter gruselhaus84, auf Twitter unter gruselhaus. Auf YouTube laden wir die Folge morgen hoch und da findet ihr uns auch unter gruselhaus. Oh, ja. Ja, lasst uns, wie gesagt, gerne und munter das auch und einen Kommentar. Da oder freuen wir uns sehr drüber. Tausend Dank nochmal fürs Mitraten. Ja, immer Mittwochs. Immer wieder. Und ja. Applaus an euch. Applause, Applause. Applause, ne? Und in diesem Sinne würde ich sagen, wir hören uns wieder im Gruselhaus. Hilf mir. Hilf mir. Hilf mir. Okay. Bye, bye. Seid geholfen. Auf Wiedersehen. Auf Wiederhören. Macht es gut. Tschüssi. Tschüss.